Hallo und grüßt euch, da sind wieder Verena und Albrecht von der Naturparzelle 15 und heute haben wir uns nur einen speziellen Expertengast eingeladen. Moin, ich bin der Max und heute soll es um das Thema gehen, Gartenplanung. Es ist Januar und wir haben alle ein bisschen mehr Zeit als im April, Mai, Juni, wo es dann so richtig losgeht und ja, wir wollen euch einfach ein paar Apps und Programme vorstellen, womit ihr das gut machen könnt. Und da kommt der Max ins Spiel. Ja, ich stelle mich mal vor, ich bin Max. Ich studiere zurzeit in Erfurt Gartenbau und schreibe meine Bachelorarbeit über Garten-Apps. Ich habe mein Praktikum in einem Landschaftsarchitekturbüro gemacht und da ein paar Tricks aufgenommen, wie man einen Garten gut gestalten kann und würde euch die heute gerne vorstellen, wie das alle machen können, einfach mit Papier und Bleistift oder digital. Die erste Möglichkeit wäre ganz einfach, nimmst du ein Blatt Papier, einen Bleistift und ein Lineal, Geodreieck, was man so daheim hat. Und ein Radiergummi. Ganz wichtig. Und eine Schablone, vielleicht mit so Kreisen. Auch wichtig. Ja, ein Zirkel würde auch gehen. Später. Ein Zirkel, dass man Bäume einzeichnen kann. Genau. Ein X in die Mitte. Das können wir später noch einmal zeigen. Das Praktische an dem Zeichnen per Hand ist natürlich, jeder hat ein Papier und kariertes Papier hat direkt schon die Karos drin, dass man einfach einen Maßstab anlegen kann und es geht natürlich schnell was zu skizzieren und es neu zu machen. Für mich, als jemand, der ganz neu ist, war es immer schwierig, wenn ich jetzt eine leere Fläche habe. Was mache ich da jetzt rein? Woher weiß ich, dass das gut ist? Wie groß wird der Baum mal? Lauter solche Fragen, die ich alleine mit meinem Blatt Papier nicht lösen konnte. Noch ein Nachteil ist, man kann nicht so schnell was ändern. Also man muss immer radieren oder man muss sich extra Vorlagen machen für die Sträucher zum Beispiel. Die das kannst du verschieben. Kann ich nicht verschieben. Genau, du kannst die nicht sofort verschieben, außer du hast sie halt ausgeschnitten. Ne? Und das geht online natürlich schneller, wie wir gleich sehen werden. Die zweite Möglichkeit besteht darin, einfach einen Online-Gartenplaner zu nehmen. Und da gibt es ein sehr einfaches Tool von Gardena. Wir wollen jetzt keine Werbung machen, die wollen natürlich damit auch ihre Produkte verkaufen, ihre Bewässerungssysteme, aber man kann es auch einfach für sich so privat nutzen. Vorteil ist, man kann den Plan maßstabsgetreu erstellen und eine PDF erstellen und ausdrucken. Man hat Vorlagen von Bäumen, Sträuchern, Wege, Haus, also alle grundlegend einfachen Sachen, die man in einem Garten hat. Und das Tolle ist auch, man kann eine Skizze in den Hintergrund legen, ob es jetzt ein Screenshot von Google Maps ist oder eine selbstgezeichnete Skizze oder ein Grundstücksplan, den man hat, kann man in den Hintergrund legen und kann dann dort die Maße abfassen und dann diese Hintergrundskizze wieder verschwinden lassen. So dass man beim Einzeichnen schon einfach loszeichnen kann. Abpausen sozusagen. Abpausen, genau. Wenn wir schon mal beim Thema Apps sind, würde ich noch einmal kurz meine Bachelorarbeit vorstellen wollen. Ich mache eine Umfrage über Garten-Apps. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne teilnehmen. Ihr könnt auch in meinen Instagram- oder Facebook-Account mal reinschauen auf die Seite. Da habe ich alles Mögliche zu Garten-Apps schon vorgestellt. Man kann auch was gewinnen. Werdet ihr dann sehen. Also Gartenwerkzeug, Saatgut und einen Gutschein. Genau. Das ist natürlich alles unten in der Beschreibung für euch verlinkt. Klickt einfach mal rein, würde uns super freuen, wenn ihr den Max da unterstützen könnt. Also Nachteile wären, ich bin halt irgendwie fixiert auf dieses Online-Tool. Ich kann es jetzt nicht offline benutzen, glaube ich. Nee. Ja. Und ich bin auch beschränkt auf diese Formen, die es gibt. Ich kann jetzt, glaube ich, keine fancy, geschwungene Trockensteinmauer da reinbauen. Genau. Da muss man dann ein bisschen schauen, wie man das macht. Genau. Man hat Grundflächen und viel Rasenfläche. Und das ist so. Ja. Das ist, man muss auch ein bisschen technisch affin sein und man braucht Zeit. Man muss sich mit dem Programm ein bisschen auseinandersetzen. Es ist manchmal puzzelig. Genau, es ist ein bisschen puzzelig. Aber wenn man es einmal raus hat, geht es sehr leicht von der Hand. Muss ich auch sagen, als ich das probiert habe.
Vielleicht noch ein weiterer Nachteil ist, dass man wirklich, also äußerst beschränkt ist an Pflanzen, die man da reinsetzen kann. Also es gibt vielleicht Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, aber sonst nichts weiter. Und an Stauden gibt es jetzt auch sehr, sehr wenig, vor allem was dann naturnahe Pflanzen angeht. Da muss man einfach irgendeinen wilden Busch da reinsetzen und das einfach copy-pasten ganz oft. Und dann hat man so eine gewisse Vorstellung, aber da geht es jetzt noch nicht darum, dass man genau sieht, wie es am Ende wirklich aussieht mit den ganzen Pflanzen drin, sondern nur ganz grob, wie plane ich den Garten. Genau. Und auf den ausgedruckten Plan kann man dann auch mit dem Fineliner reinschreiben. Genau. Ja. Welcher Baum oder Busch das dann ist. Ich glaube, es gibt so, man kann sogar ein Textfeld reinmachen. Ja. Und dann kann man das reinschreiben. Ah, das müssen wir nachher mal gucken. Ja. Alternativ kann man natürlich auch Paint nehmen. Da sind natürlich nicht die schönen Grundlagen dabei. Ja. Und alternativ kann man den Grobplan auf Gardena zeichnen, also abhausen und dann per Hand seine Skizzen reinmalen, die man dann auch mal schnell nur mit Bleistift reinmalt. Dann ist es nicht so puzzelig. Wenn man es ausdruckt, hat man es immer noch mal in der Hand. Das ist ein schönes Gefühl, darauf zu gucken und das anderen zu zeigen. Besser als immer, dass alle vor dem Bildschirm sitzen. Ja, also die letzte Alternative wären noch CAD-Programme, so wie die Profis das machen, Architekten, Landschaftsarchitekten. Ja, diese Programme sind aber ziemlich teuer und zeitaufwendig, sich reinzufinden. Man kann natürlich alles machen, aber es ist entsprechend auch schwieriger. Also das Programm, mit dem ich gearbeitet habe, Vectorworks, kostet so 235 € im Monat, wenn man das Jahrespaket nimmt. Für Studenten ist es gratis. Für Gartenbaustudenten, da kann man auf der Website sich einen gratis Code holen. Auch sehr interessant, wer es mal ausprobieren will als Student. Und wenn man jetzt den Grobplan des Gartens so ein bisschen gefunden hat und sich dann überlegt, welche Pflanzen kommen jetzt in dieses sonnige Staudenbeet, dann kommen wir nicht weiter mit unseren Apps, die wir jetzt vorgestellt haben. Dann brauchen wir ein Nachschlagewerk sozusagen. Und da ist unsere Lieblings-App, das heißt App, obwohl es eigentlich im Internet sozusagen zu finden ist, wie eine Webseite, NaturaDB, eine Web-App, danke. NaturaDB, da kannst du alles suchen von: Wie ist der Boden beschaffen? Wie ist die Lichtintensität? Ist nährstoffreich, nährstoffarm? Und dann suchst du, wie groß die Pflanze sein soll. Machst du meinetwegen die kleineren außen und die größeren hinten und innen. Und dann kannst du sogar nach Farbe suchen. Also ich finde, was Besseres gibt es gar nicht. Kannst du sogar suchen nach einheimischen Pflanzen. Und dir wird vorgeschlagen im Blühkalender dann, wie das alles ausschaut. Wann, was, zu welcher Zeit blüht. Und so kannst du dein Staudenbeet so arrangieren, dass immer was blüht in deinen Lieblingsfarben für auch noch Insekten. Ja, ich zeige jetzt einfach mal einen Trick, wie man schnell die Gartenfläche aufzeichnen kann und was so wichtig ist, was in den Garten gehört. Wenn man jetzt die Maße nicht hat von seinem Garten, kann man Google Maps öffnen. Und wir sehen jetzt hier von Verena und Albrecht den Garten einmal. Und hier unten sehen wir den Maßstab. Und den kann man dann einfach mit dem Geodreieck-Lineal mal messen, das wären jetzt hier 1,8 cm und der Garten zwischen Hecke und Hecke 5,2 cm. Das kann man ausrechnen und mit der angezeigten Formel dann kriegt man die Maße raus, mit dem man dann zeichnen kann. Das wären jetzt in unserem Fall 14,4 und 19,4 cm. So, ich fange mal mit dem Zeichnen an. Wir haben 14,4, dann können wir hier super einen Maßstab machen. Wenn wir jetzt das ganz einfach aufziehen, ich mache das jetzt nochmal ganz einfach, das wären jetzt 15 Meter und das sind 15 Zentimeter. Und jetzt kann man einfach die Grundfläche aufzeichnen. Wir bleiben jetzt dabei, einfach so genau wie möglich uns an den Google Maps zu orientieren.
jetzt machen wir uns einmal den Nordpfeil rein, den wir bei Google Maps, der macht immer einen Nordpfeil. Also machen wir uns jetzt einmal, dass wir wissen, hier geht es nach Norden, dann ist hier Süden, Osten und Westen. Das hat den Grund, wenn wir jetzt einen Baum oder eine Hecke einzeichnen, würde der natürlich dann immer vom Süden her Schatten in die Richtung werfen. Jetzt haben wir einen Grundriss gemacht, ganz grob, und das können wir jetzt nehmen und ein Foto von machen und dann in die Gardena App laden. Dasselbe würde auch mit einem Screenshot von Google Maps gehen. Ja, wir sind jetzt hier im Gardena Gartenplaner. Wir können jetzt hier eine neue Zeichnung starten und unsere Planungsskizze hochladen. Und zwar haben wir hier einmal die Skizze von Max und einmal die Google Maps. Den Google Maps Screenshot, den ist noch die Skizze von Max. Wir müssen jetzt hier nach einer Maß anlegen, damit die App weiß, wie groß ist das eigentlich, was ich da habe. Das legen wir hier einmal an, wir haben es gedreht und geben jetzt hier die Länge in Metern ein, das sind 15. Und jetzt klicken wir hier unten auf Skizze hinzufügen. Jetzt können wir anfangen, hier unsere Häuser und Zäune etc. einfach anzupassen. Jetzt kommen wir mal zu den Beeten. Hier sieht man, wir haben jetzt hier einfach Rasen. Im Naturgarten wahrscheinlich eher eine Wildblumenwiese. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Beet. Und da muss man jetzt einfach die Punkte des Beetes anklicken. Und dann zeichnet er einem das hier rein. Und jetzt ganz wichtig am Ende, einfach nochmal einen Doppelklick machen. Also noch das grüne Häkchen klicken. Genauso geht es auch, dieses Beet jetzt einfach mit STRG C und STRG V zu kopieren und dann ein zweites gleiches Beet dahin zu setzen. Was man auch machen kann, ist, dass man jetzt, wenn man das alles gezeichnet hat, dann die Skizze im Hintergrund ausblendet. Das funktioniert hier drüben über die Planungsskizze, da klickt man drauf, dann wird es eingeblendet oder ausgeblendet. Ganz am Anfang, wenn man das möchte, kann man natürlich auch mit diesem Tools hier drüben eine ganze große Fläche erstmal als Rasen kennzeichnen, hat man so eine Grundlage. So, und dann ist erstmal was da. Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze am Ende dann aussehen kann. Hier haben wir zum Beispiel diese Trockensteinmauer, die ihr sicher in einem der Videos gesehen habt, das musste ich mit einzelnen Steinen nacharbeiten, die gibt es sozusagen so nicht als Vorlage. Ja, wir hoffen, dass wir euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen konnten, dass wir euch ermutigen konnten, selbst die Gartenplanung mal anzupacken. Wir haben euch all diese Infos nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Da ist auch ein Video vom Nabu dabei, wo gezeigt wird, wie ihr letztendlich so ein Staudenbeet bepflanzt. Genau, also wenn ihr mehr über Garten-Apps erfahren wollt, und wenn ihr mal eine Umfrage mitmachen wollt, findet ihr hier mehr dazu. Guckt auf jeden Fall mal rein, es ist interessant und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Dankeschön. Schreibt doch gerne in die Kommentare, habt ihr schon mal einen Garten geplant, vielleicht auch nur einen Teil, und wie hast du das gemacht? Hast du noch irgendwelche Tipps für uns? Was haben wir Wichtiges vergessen vielleicht? Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Da geht es dann um die Beetplanung und vielleicht ist das für dich genauso spannend wie die Gartenplanung. Gemüse! Mach's gut! Tschüss! Ciao! Tschüss.